Ja, hallo Leute, willkommen wieder zu einer neuen Runde Ben stellt vor. Heute mit der tote Pilz. Ich weiß jetzt nicht, wie lange diese Vorstellung dauern wird. Vielleicht hänge ich hier noch jemanden dran. Weil ich habe mir den Kanal vorab schon mal angeguckt und naja, ich erzähle einfach mal. Also wir fangen erstmal mit der Kanalbeschreibung an. Über Skill nein danke. So heißt sein Kanal. Hey Leute, ich bin der tote Pilz und ich hoffe, ihr habt Spaß bei meinen Projekten. Minecraft Legend of Legends, WWE 12, FIFA 12. Im Moment kommt nur Pokémon, in Arbeit ist Slenders. Slender? Hä, wieso Slenders? Meine Freunde, ihr seid die besten Abos, die man haben kann. Danke an alle. Ja, okay, er hat mir auch geschrieben, dass er eine Lese-Rechtschreibschwäche hat. Allerdings, wenn man mir eine PN schreibt, ist mir das eigentlich relativ egal. Solange ich den Text entziffern kann, ist mir das egal, wie man, ob da jetzt 1000 Fehler drin sind oder nicht. Es ist mir eigentlich egal. Also solange ich den Text noch entziffern kann, ist alles super. Ich meine, ich arbeite zwar im Büro und deshalb ist mir Rechtschreibung mehr oder weniger eingepflanzt, korrekte Rechtschreibung. Und deshalb fällt mir das auch immer sofort auf. Aber wenn ich es entziffern kann, ist mir das egal. Also ich verlange das nicht von jedem. Ja, dann haben wir noch eine Verlinkung zu den Kommentaren und zu den Playlisten. Dann ist er noch auf Twitter. Da gucke ich jetzt einfach mal drauf. Aber, ja. Ich meine, ich bin selbst nicht auf Twitter, aber null Tweets, das sagt eigentlich alles. Also wenn man schon auf Twitter sich anmeldet, sein Account, also sein Let's Play Account hier auf Twitter anmeldet und ihn auch im Kanal verlinkt, dann sollte man da schon auf Twitter auch aktiv sein. Das wäre mal gar nicht so schlecht. Dann kommen wir zu den Videos. Die ersten drei Videos kann ich schon mal gar nicht anspielen, weil da steht zwar Let's Play Pokémon Feuerrot, aber es ist kein Let's Play. Wir können ja ganz einfach mal reingucken, damit ihr wisst, was ich meine. Ja. Zu der Werbung sage ich gleich was. Muss ich, denke ich, nicht mehr viel zu sagen. Also, tut mir leid, aber das ist kein Let's Play. Ich meine, wenn dein Mikrofon irgendwie kaputt ist oder so, dann schreib was. Also mach ein Infovideo, dass dein Mikrofon jetzt irgendwie kaputt ist oder so. Aber mach nicht sowas. Das ist kein Let's Play. Da kann ich den Daumen runter, auch wenn er ohne Begründung ist, eigentlich ganz gut verstehen. Wenn ich ein Let's Play gucken will, verlange ich ein kommentiertes Gameplay und nicht sowas. Das ist keine Ahnung. Ein Walkthrough ist das. Das ist ein Walkthrough zu Pokémon Feuerrot. Ist das. Das ist kein Let's Play, das ist ein Walkthrough. Let's Play bedeutet live kommentiertes Gameplay. Auch kein nachkommentiertes, weil nachkommentiertes ist dann wieder ein Commentary. Nein, Let's Play bedeutet live kommentiert. Und das ist ein Walkthrough. Ein Walkthrough bedeutet, ich laber nicht und gucke jemand anders beim Spiel zu. Also ein Let's Play unkommentiert. Und das als Let's Play zu verkaufen, nee. Geht nicht. Also will ich mich nicht angucken. Werbung. Tja, ich bezweifle jetzt einfach mal, dass du von Nintendo eine Lizenz dazu hast, dass du mit ihren Spielen Geld verdienen darfst. Und du kannst die Werbung jetzt natürlich drinnen lassen, aber ich persönlich würde dir raten, die Werbung rauszunehmen, weil wenn da irgendwann mal Nintendo oder irgendjemand anders dahinter kommt, dann kann die Nintendo, wenn sie wollen, ganz schön böse ans Bein pissen. Ich will dich jetzt auch hier nicht irgendwie, ich will dir jetzt nicht irgendwie Angst machen oder dich irgendwie fertig machen damit. Aber es ist halt so, wenn man keine Lizenz hat für ein Spiel, sollte man darauf auch keine Werbung schalten. Es kann natürlich auch sein, dass gar nichts passiert. Aber die Gefahr besteht immer, dass Nintendo jetzt kommt und dir ans Bein pisst. Das kann richtig böse enden. Das kann zur Gerichtsverhandlung kommen, das kann zu Geldstrafen kommen.
weil du ohne die Erlaubnis von ohne der Erlaubnis von Nintendo einfach mit deren Content Geld verdienst. Also wenn man keine Lizenzen hat von Nintendo, sollte man auch keine Werbung auf Nintendo-Spiele schalten. Deshalb, ich rate jedem davon ab, wenn er keine Lizenzen hat, auch auf die Spiele Werbung zu schalten. Es sei denn, die Spiele sind lizenzfrei. Es gibt auch Spiele, die sind lizenzfrei. Und ich wette, das hast du ja auch gar nicht durchgelesen, bei der Monetarisierung gibt es eine kleine Belehrung. Und bei dieser Belehrung steht, dass du die Rechte benötigst, um das Video monetarisieren zu können. Und das heißt, du brauchst die Lizenz dafür von Nintendo. Gut, wir schauen jetzt einfach mal in einen richtigen Let's Play Part von ihnen rein, hier vor 3 Wochen. Yo, 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 meine lieben Freunde, hier ist wieder der Todepilz und wir begrüßen hier weiter bei der Pokémon Nuzlocke Challenge. Yeah, so, jetzt geht's erstmal hier weiter. In dem letzten Part, Fail, haben wir Turbo-Treter, mit dem wir jetzt super speeden können und ein paar Trainer besiegt. Heute will ich die restlichen Trainer besiegen. Ich guck mal. Okay, alle Pokémon aufgeladen. Gegengift 9, Tränke. Leerkanal, VM-Box. Und 7 Pokémon. Das dürfte doch reichen. Das erste Mal. So, jetzt. Was mache ich denn? Da will ich gar nicht rein. So, jetzt rennen wir mal. Ich finde es geil, dass wir jetzt rennen können, endlich. So geht die ganze Lauferei etwas schneller. Gegen sie haben wir als erstes gekämpft, jetzt kommt er. Ja. Die Pokémon wollen wohl kämpfen, hat er gesagt, oder? Wie das jetzt ein schnelles Lauf richtig gelesen hat. Ja, mal gucken. Ob unsere Pokémon kämpfen oder seine Pokémon eher sterben. Also ich will. Oh, Attacke geht daneben. Damit kriegen wir einen Tackle. Irgendwie ist Robby auf Level 11 doch schon entwickelt, oder? Ja, egal. Ist halt mal wieder ein Fail, den es da öfters gibt. Saftkorn. Nein, wir wollen nicht wechseln. Okay, ich hab gedacht, der hat 3 Pokémon und dann. Ach, egal. Egal, Saftkorn wird nicht mit einem Hyperzahn sterben. Weil er einfach. Oder doch? Ein Volltreffer war das, oder? Doch nicht. Gut, das waren erstmal 2 Minuten der tote Pilz. Ich muss sagen, das Commentary an sich ist in Ordnung. Allerdings hat man das jetzt beim Kampf gerade gehört. Der Ingame-Sound, finde ich persönlich, ist viel zu laut oder deine Stimme ist zu leise. Eins von beiden wird der Fall sein. Also das versuchen anzupassen, weil irgendwie war der Ingame-Sound gleich laut oder lauter als du. Aber die Stimme des Let's Players sollte immer im Vordergrund stehen, ganz wichtig. Das ist das A und O beim Let's Playen, dass man den Let's Player ganz gut versteht. Wäre von Vorteil. Ja, die Videobeschreibung ist sehr großzügig ausgefüllt, wie wir sehen. Immer eine Videobeschreibung haben, wenn es nur ein kleiner Standardtext zum Spiel ist. Immer eine Videobeschreibung haben, also macht euch bitte die Arbeit. Kommt immer am allerbesten an. Ja, ansonsten wie die Beschreibung, das Mikrofon, ich weiß nicht, ob du einen Pop-Up-Schutz benutzt oder nicht, auf jeden Fall hat man dich ab und zu mal reinpusten hören ins Mikrofon, das gegebenenfalls auch mal gucken, also irgendwie Pop-Up-Schutz organisieren oder so, also so ein Wattebällchen, ne, falls jemand jetzt nicht weiß, was Pop-Up-Schutz ist, das gegebenenfalls mal organisieren oder ein bisschen Geld investieren, etwas besseres Headset, also mein Headset hat 30 Euro gekostet. Tja, man muss auch, wenn man Let's Playen will, ab und zu mal ein bisschen Geld investieren. Gut, ja, das war's eigentlich von der tote Pilz. Also mehr habe ich jetzt persönlich nicht zu sagen.
Ja, also, was soll man zu dem Kanal sagen? Also das mit den komischen Let's Play-Videos, sage ich jetzt mal, geht mal gar nicht. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Also ich denke mal, er wollte einfach was raushauen, aber wenn man, ja, dann soll man es nicht Let's Play nennen. Oder man soll es ganz lassen, wenn man gerade nicht Let's Playen kann, weil man keine Zeit hat oder was weiß ich nicht. Aber dann sollte man es meiner Meinung nach nicht Let's Play nennen. Da wäre ich dann auch schon ganz schön, ja, angepisst nicht, aber würde schon doof gucken, wenn ich auf ein Let's Play klicke und da kommt kein Let's Play. Also den einen Daumen runter kann ich da ganz gut verstehen. Und ich werde jetzt natürlich keinen geben, weil so einer bin ich nicht, der einfach mal so Daumen runter gibt. Obwohl ich es selbst begründet habe, aber trotzdem. Ja, dann war es das heute wieder von der Vorstellung und wie viele Minuten haben wir? 11. Ja, mal gucken, vielleicht hänge ich noch jemand anders dran, wenn der auch nur so 10 Minuten dauert. Mal gucken. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Leute, und tschö, tschö. Ja, und zugleich geht es auch weiter mit Ben stellt vor. Ich wollte euch jetzt heute nicht bei dem einen Kanal belassen. Zum einen, weil der meiner Meinung nach jetzt nicht so wirklich phänomenal war. Also ihr könnt da gern eure eigene Meinung haben. Aber ist halt meine Meinung. Und außerdem habe ich heute mal Lust, zwei Kanäle vorzustellen. Deshalb kommt der gute Vita LP, hoffe der Name ist korrekt ausgesprochen, schon heute und nicht erst nächste Woche. Ich denke mal nicht, dass das zur Gewohnheit wird, dass ich mal zwei Let's Player in einem Band stellt vormache, aber ich wollte es heute mal machen. Und vielleicht mache ich es auch wieder, mal gucken. Wir lesen erstmal, über Vita ist der Cheater. Wir lesen erstmal, was er über sich so geschrieben hat. Hallo Leute, ich habe erst angefangen, LPs zu machen. Tipps und Tricks sowie Feedback ist gern gesehen zu mir. Ich bin jetzt 17 Jahre jung und spiele schon seit ja, längerer Zeit Games. Irgendwann dachte ich mir, warum nicht auch noch LP, um meine Spiele gefühlt. Was? Meine Spiele gefühlt zu erweitern? Bin ich jetzt zu doof zum Lesen? Nee, bin ich nicht. Okay, was auch immer. Zu meinen Projekten Pokémon Feuerrot, Metro 2033, blind mit Spannung, okay, Portal 2 und zukünftige Projekte sind Half-Life 2, beendete Projekte sind Portal, Super Mario Land und Kirby's Dream Land. Dann haben wir noch die Verlinkung zum Let's Play Forum von ihm. Also seine Verlinkung zum Let's Play Forum. Scheiß Werbung. Scheint hier auch ein bisschen aktiv zu sein. Und ja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal. Ich will hier reingucken. So Leute, wir sind wieder bei Metro 2033 und ich habe irgendwie das Gefühl, uns wird noch was Böses hier passieren. Aber vielleicht haben wir es auch gar nicht mehr weit, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sollen wir jetzt hier runter. Alles hängt von dir ab. Von dir allein. Bis zu unserem nächsten Treffen, Artyom. Ciao. Ach, wir kommen direkt. In der Waffenkammerstation wurden die meisten Waffen der Metro gebaut. Darüber lag früher eine Waffenfabrik. Und nach dem Atomschlag siedelten die Arbeiter sich hier an. Ich suchte nach André, dem Waffenschmied. Aber er fand mich zuerst. Okay. Was ist denn hier? Okay. Aber wir sind ja schon gewöhnt, dass es nicht so schön in der Metro ist. Also leben möchte man da nicht unbedingt. Ah, das sieht auch schon verseucht aus hier unten. Ja, spring einfach runter. Ja. Geht. Oh, so. Oh. Boah, da hat mich die Verseuchung angegriffen. Okay.
irgendwie ist das unheimlich. Ohne Waffe. So, ja, okay. Unser Muni ist schon fast alle halt, da. Ah. Wer ist da? Nicht bewegen! Okay. Hey, alles gut. Es ist ein Mensch. Mach das Licht aus. Boah, wie ist uns erstmal. Nun, du siehst nach einem Menschen aus. Das ist es, was zählt. Komm herein, wir sind eine freie Station. Okay. Das klingt aber erstmal nett, hey. Und jetzt sieht's auch relativ sicher aus. Gut gepolstert. Ist gepolstert, sag ich schon. Gepanzert. Hallo. Wie geht's? Sei vorsichtig, Junge. Unsere freie Station steht unter dem wachsamen Blick der Roten. Verfolgungswahn heißt das neue Spiel hier. Also. Gut, damit haben wir einen kleinen Einblick bekommen bei Vita LP. Und vom Commentary her kann ich sagen, es klingt schon mal ganz gut. Gefällt mir auf jeden Fall. Die Qualität und die Soundqualität stimmt auch. Ist sogar Full HD. Also die Qualität und die Soundqualität stimmen auch. Da kann man nicht dran nörgeln. Und die Videobeschreibung an sich ist auch völlig okay. Also er hat hier ein bisschen was zu sich geschrieben. Wenn der Part gefallen hat, hier hat er seinen Kanal verlinkt und die Seite des Entwicklers. Ich sag ja immer ein bisschen was zum Spiel dazu schreiben. Und ich finde, sowas reicht eigentlich schon. Also ich mach da natürlich immer einen Text rein in meine Videobeschreibung, weil mir das einfach lieber ist, aber das reicht eigentlich auch schon. Seite des Entwicklers, da kann man dann draufklicken, ein bisschen zum Spiel nachlesen. Für die Leute, die Metro 2033 noch überhaupt gar nicht kennen. Und ich nehme da immer lieber die Texte, weil ich habe dann immer Bammel, wenn ich die Seite vom Entwickler verlinke, dass der Entwickler zu viel vom Spiel verrät. Also wenn ich ein Spiel nicht kenne und dazu ein Let's Play schaue, möchte ich mir auch das Let's Play anschauen und während des Let's Plays das Spiel kennenlernen. Und wenn ich dann die Seite vom Entwickler verlinke, habe ich dann immer Angst, dass der Entwickler zu viel verrät. Deshalb hole ich mir immer eigene Texte und kopiere die dann hier rein und Texte, die auch nicht zu viel verraten. Die ein bisschen das Spiel erklären, weil, um was es sich dreht, aber mehr auch nicht, weil die Leute sollen ja mein Let's Play immer hingucken, wenn sie das Spiel schon nicht kennen. Natürlich könnten sie auch irgendein anderes Let's Play gucken, aber ich hoffe einfach, dass sie auf meinem Let's Play bleiben, falls sie das Spiel nicht kennen. Wie weit sind wir? Wir sind erst bei 6 Minuten. Wollen wir da nochmal ein Video anspielen? Ich würde sagen, wir spielen einfach nochmal Pokémon Feuerrot an. Da fällt mir gerade ein, was ich noch sagen wollte. Naja, gleich. So, hallo Leute, ich bin wieder Peter LP und wir sind auf dem Weg zu Ich weiß es nicht. Ohne Flachs, ich habe keine Ahnung, wo wir waren, wo wir sind oder wie nochmal genau unser Ziel aussieht. Ich habe nämlich wirklich vor, ich weiß nicht, 5-6 Tage das erste Mal aufgenommen. Ist also schon eine Zeit lang her für mich. Aber ich bin mir sicher, dass wir es trotzdem. Aber warum kämpfe ich jetzt? Das arme Pokémon hat es auch verdient zu leben. Aber ich bin mir sicher, wir kriegen das schon hin. Oh, die Pfadfinder. Ach, verdammt. Die Insel ist so weitläufig, es ist schwierig, sie zu bewachen. Wieso musst du die Insel bewachen? Wieso? Oh, es kann keine Pfadfinder drin. Meine Auswahl und von Pokémon Ranger Alphonse. Ja, immer diese Pokémon Ranger. Immer nur am Beschützen. So, machen wir mal Blitzer hier, zack. Yay, Turtok hat sogar getroffen. Wir sind alle sehr stolz auf Turtok. Da wechseln wir nicht das Pokémon, wir nehmen nochmal die gleiche Attacke. Wir sind da ein bisschen verschwenderisch, das ist gar kein Problem. Leute, ich habe nämlich momentan auch ein bisschen das Gefühl, dass ich mit Pokémon nicht mehr so viel machen kann. Also ich glaube, die Edition habe ich jetzt bald wirklich zu Ende gezockt und ich denke, wir haben bald alles gesehen. Ja, wobei, es gibt ja noch das eine oder andere zu tun. Für ein paar Folgen wird es noch reichen, auf jeden Fall. Okay, ich will jetzt nicht gegen die kämpfen. Perfekt. So, was steht denn da auf dem Schild? Eingang zur 7-Schatzschlucht. Trainer werden gebeten, die Pflanzen in der Schlucht nicht zu beschädigen. Wir werden gebeten. Aber ob wir uns dran halten, ist eine andere Sache. Was? Ja, ich würde schon sagen, dann kommst du nicht. So. 7-Schatzschlucht. Da unten haben wir schon wieder einen Kampf gesehen. Oh, ja, Mauzi. So,
Oh, ich habe gerade bei Sazenia erst Sarazar gelesen. Boah, Ben, du solltest am frühen Morgen keine Vorstellungsvideos aufnehmen. Herrgott. Hier ist ein Kommentar, der nicht angezeigt wird. Warum? Wurde als Spam gekennzeichnet? Ja. Okay. Gut, wie auch bei dem vorigen Video-Commentary an sich, gefällt mir gut. Ton und Videoqualität stimmen auch. Full HD, mal wieder. Ich weiß jetzt nicht, ob man gegen diese schwarzen Ränder was tun kann. Aber man könnte auch einfach nur reinzoomen in das Bild. Also wäre auch eine Möglichkeit. Also mal gucken, ob man diese schwarzen Ränder hier wegkriegt. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, so hat man auch schwarze Ränder. Also ja, Fullbild hat man bestimmt auch schwarze Ränder. Jetzt, ja, hat man auch. Ja, gegebenenfalls versuchen hier irgendwie mit Zoom was hinzukriegen. Ansonsten, naja, sind sie halt da, ne? Ich habe bei Avatar habe ich auch total schwarze Ränder. Aber das war erst nach die, oder beziehungsweise da habe ich erst später erfahren, dass man einfach nur reinzoomen sollte. Oder hat mich jemand erst später drauf gebracht, dass ich einfach nur reinzoomen sollte. Entschuldigung jetzt für das Husten, aber ich bin immer noch leicht erkältet. Dass man da einfach nur reinzoomen sollte, aber als das kam, hatte ich Avatar leider schon abgedreht. Ich habe den ersten Part ja hochgeladen, noch bevor ich... Also ich habe erst das Spiel abgedreht und dann den ersten Part hochgeladen. So rum. Heute bin ich etwas durch den Wind. Ja, dann Videobeschreibung hat er wieder ein bisschen was Eigenes dazu geschrieben. Bewertung lalala. Kanal und Seite des Entwicklers. Also Kanalbeschreibung, Videobeschreibung an sich auch in Ordnung. Und ja, ansonsten eigentlich ein ganz netter Let's Player, wie ich finde. Also mal reinschauen lohnt sich, denke ich doch mal auf jeden Fall. Und ja gut, damit war es für heute aber wirklich mit den Vorstellungen. Wir hatten jetzt zwei Let's Player, das muss eigentlich reichen. Und ja, wenn ihr mit dabei sein wollt, lest die Videobeschreibung. Dann könnt ihr mit dabei sein. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche wieder zur nächsten Ben stellt vor. Bis dahin, Leute, und tschö, tschö.